Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, ich hatte zwar gesagt, dass ich in dieser Folge woanders sein werde, aber ich habe noch was gesehen, was ich total übersehen hatte. Und zwar befinden wir uns gerade hier oben in der Zahnbrecherinne und die hat natürlich auch noch mal eine Quest für sich. Deswegen werden wir da erstmal reingehen und da sind noch ein paar andere Sachen drin. Das ist nämlich ein sogenanntes offenes Verlies und ihr seht schon anhand der Karte, es gibt hier einige Minibosse. Und wenn ihr Errungenschaften haben wollt, dann müsst ihr natürlich all diese Minibosse hier erledigen. Die Scherbe, die werden wir uns auch mal zwischendurch schnappen. Und ja, die Quest, die fängt hier vorne an. Ruhig, legt einfach das Schwert nieder. Verdammt, entdeckt! Ich stehe doch nur hier. Na gut. Genau zur rechten Zeit. Ihr habt mir das Leben gerettet, ob ihr wolltet oder nicht. Ja, eigentlich wollte ich das. Was ist hier los? Man nennt mich Pirondil. Ich bin Ermittler bei den ersten Auridon-Seesoldaten. Ich sah einen Goblin in diese Höhle schleichen. Er trug eine elfische Rüstung. Ich bin ihm gefolgt, aber dann wurde ich von dieser Frau überfallen. Sicher, ich kenne deine Stimme nämlich von jemand anderen. Glaubt ihr, sie könnte etwas mit den Goblins zu tun haben? Vielleicht. Aber Tatsachen sind mir lieber als Vermutungen. Ich weiß nicht, wer sie ist oder warum sie sich in einer Goblinhöhle herumtreibt, aber ich bin nicht bereit, dort allein hineinzugehen. Wärt ihr bereit, mir bei meinen Ermittlungen zu helfen? Ich werde draußen ein Signalfeuer aufschichten. Sicher, ich kann euch aushelfen. Ich werde schauen, was ich herausfinden kann. Achtet dort drin auf eure Deckung. Die Goblins sind für ihre Art gut bewaffnet. Ich habe ein paar Fragen. Gute Ermittler haben immer Fragen. Was wollt ihr wissen? Du kennst meine ganzen anderen Detektivspiele. Ich fühle mich geehrt. Wo bin ich hier? Als ich das letzte Mal hier war, waren diese Ruinen unbewohnt. Ab und an haben Händler sie als Versteck benutzt, um Schmugglerware vor Zollstationen abzuladen. Aber niemand hat je dauerhaft Anspruch auf sie erhoben. Es scheint, als hätten die Goblins eine besorgniserregende Verwendung für diesen Ort gefunden. Was für eine Bedrohung stellen diese Goblins dar? Die leichtfertige Antwort der Mär wäre keine. Aber das wäre mehr als anmaßend, regelrecht töricht. Es ist sehr schwierig, Goblins auszumerzen. Bei diesem Haufen könnte es sich um entlaufene Sklaven vom Festland handeln, wäre nicht das erste Mal. Also, das Wort Sklaven fällt mir persönlich jetzt schon mal sehr negativ auf. Ja, man könnte es jetzt natürlich assoziieren, ne? Und dementsprechend halte ich mich da jetzt ein bisschen zurück, weil, also ich kenne den Hintergrund, aber ihr kennt den Hintergrund nicht. Hier drin gibt es übrigens ganz viele Fallen und ich renne regelmäßig in ganz vielen von ihnen. Ach so, das ist ein Spieler. Ich dachte gerade schon. Ach nee, da muss ich durch. Ich renne da nämlich regelmäßig rein und bleib dann in diesen doofen Fallen hängen. Das nur schon mal als Warnung vorweg. Für alle, die mich gerne auslachen möchten, weil ich da wieder dran hängen Nein, kein Schlag ins Gesicht. Besiegt. Ja, also hört sich doch eigentlich nett an. Tagebuch eines altmährischen Aufsehers. Wenn wir uns jetzt nicht durchlesen, könnt ihr gerne durchlesen, warum. Achso, ich hab dreimal das Wort Herbstsaat gelesen als Herbstsalat. Sagen wir nicht zu. Bitte, Biss ist klein und fegt nur, tut Biss nicht weh. Wenn Biss mich nicht beißt oder auf andere Art belästigt, werde ich dir nicht wehtun. Ihr könnt sprechen. Ja, Häuptlinge lernen sprechen, dann Biss lernen von Häuptling nach viel Zeit mit Meistern. Biss sehr weise. Aber Biss nicht reden, wenn du sagen, er soll nicht reden. Biss nur machen sauber glänzende Sachen, Trophäen von alten Meistern. Ach, der Arme, warum erinnert mich das hier an Harry Potter? Sagt mir, was mit den Goblins hier vor sich geht. Wer ist der Altmär, den ich gesehen habe? Elfin ist Nelanja. Sie machen Geschäft mit Zahnbrecherstamm, Rüstung und Waffen für Hilfe. Sie sogar geben, wie ist Wort? Kontrakt, ja. Könige und Fürsten von Elfen müssen Abmachung einhalten. Wo ist dieser Kontrakt?
Kontrakt ist in Bau, unten im Tunnel. Biss wird warten an Bau von Häuptling. Du werden sehen, Biss sagen Wahrheit. Ich werde mich nach diesem Kontrakt umschauen und euch danach beim Bau des Häuptlings aufsuchen. Biss wird nicht um Hilfe schreien, Biss verspricht es. Wo bin ich hier? Häuptling nehmen alles aus den Heimen von alten Meistern. Tun alles hierher, damit wir sehen Trophäen. Trophäen von Elfenmeistern, die böse waren. Biss Schläge nicht vergessen hat. Hau, hau, immer hauen ins Gesicht. Also nur damit ich das richtig verstehe, die haben die Trophäen von den ehemaligen Elfenmeistern, also die halt böse zu denen waren, nach hier geschleppt, damit die nicht vergessen, was sie denen angetan haben, ja? Ihr wart Sklaven? Von großer Insel, ja. Sie Büß sagen, Büß soll Gruben ausmisten, Boden putzen und laufen, wenn kleine Elfenmeister Steine werfen. Häuptling uns davon wegbringen. Er gründen Zahnbrecherstamm, ja. Jetzt wir schauen Trophäen an, um zu erinnern an schwere Zeit. Okay, vielen Dank, dass dieses Spiel jetzt meine Frage beantwortet hat. Das hier war jetzt kein Boss in der Ecke. Dann gehen wir mal hier rum. Wir werden in jede Falle reintreten, die uns im Weg liegt. Ich bin es tatsächlich nur gewohnt, in Fallen reinzutreten. Es tut mir leid. Da hinten sind die Kobolde, aber wo ist jetzt hier? Nee, hier war das normalerweise. Hier müsste normalerweise ein Boss sein. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Augenblick warten, bis der wieder da ist. Und ja, dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Schon weg, da muss ja wohl mal kommen. Ja, und da ist der Boss dann endlich. Ich habe ein paar Mal hier die Runde immer wieder um mich herum kaputt gemacht, während ich gewartet habe. So, danke schön für die eleganten Handschuhe. Ist schon wieder neu. Ja, ist jetzt weiß, okay. Dann sollten wir eigentlich hier... Ach nee, das ist der hier unten. Teg Elfenstecher, das ist der nächste Boss. Ja, also Mini-Boss. Der ist jetzt auch weiß. Dann gehen wir geradeaus weiter runter. Oder kommen ab hier erst die Fallen. Das kann natürlich auch sein. Dann laufen wir jetzt zu dem Boss hier unten, der, glaube ich, gerade gelegt worden ist. Wie das dann halt so oft ist. Ne, Moment, ist es hier? Ne, Moment, der ist hier. Ah, ich habe mich vertan, genau. Der ist hier, das ist nämlich der hier in der Mitte. Da müssen wir erst die Wurzelblümchen hier wegmachen. Auf den Sack geht hier. So, hiermit erhalten wir uns einen Fertigkeitspunkt. Das ist nämlich der Gruppenboss. Deswegen kriegen wir auch hier dieses Gruppenwagnis. Und wir werden jetzt hier weiter hochgehen. Oh, geflochtene, gesegnete Rampen. Sehr schön. Das war eine Spur. So, dann können wir nämlich hier direkt hochlaufen. Und hier, das ist der nächste Boss. Das sind die beiden. Und da kann man dann, ich glaube hier, ne? Genau, Siegerin der Zahnbrecherin sollte euch nicht davon abhalten, die nächsten auch noch zu machen.
Weil das nämlich nicht heißt, dass wir alle gemacht haben. Es fehlt noch hier so ein kleiner Nebenboss, sag ich mal. Der ist in der Nähe von diesem Würger gewesen. Und hier oben gibt es auch noch einen Boss. Da muss ich jetzt mal eben schauen, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Das war nämlich irgendwo hier. Ich glaube, der war das hier. Der irgendwie jetzt so blöd oben am Rumbacken ist. Wo ist der denn jetzt hin? Oder war der das nicht? Nee, das war der noch gar nicht. Ach, was erzähle ich denn hier von Quatsch? Der ist hier hinten. Hier, der war's, genau. So, dann haben wir den jetzt auch weiß. Dann können wir... Nee, wir müssen doch hier rum. Müssen wir nämlich wegen der Quest hier durchlaufen. Schon lange ausprobieren. Ja, dann mach das doch mal. Fünkchen. Ja, komm noch mal ein bisschen in den Schaden rein. So, und hier hinten hier gibt drüben. Es zwei Sachen. Befreit Khajiit. Ja, ja, ich befreie gleich Khajiit. Moment. Der Zahnbrechervertrag. Hinter denen waren wir ja her. Die Mitglieder des Stammes der Zahnbrecher, einschließlich ihrer Unterstellten, erklären sich hiermit einverstanden mit einer dauerhaften Allianz mit dem Schleiererbe und unterstellen ihre sämtlichen Mittel dem Erbe zur freien Verfügung. Diese Mittel beinhalten die Rekrutierung von Mitgliedern des Stammes der Zahnbrecher als Arbeiter und Krieger nach Gutdünken des Erbes. Als Gegenleistung versorgt das Erbe den Stamm der Zahnbrecher mit Waffen und Rüstungen aus ausgemusterten Beständen. Ja, also Stamm der Zahnbrecher, das sind ja die Goblins, so wie ich das hier verstehe. Oder beziehungsweise der eine hat das stellvertretend für die Goblins gemacht. Ich weiß nicht, ob die das jetzt selber gemacht haben, diesen Vertrag. Die unterstützen das Schleiererbe. Das ist natürlich schlecht. Andererseits kamen die mir nicht böse vor. Ja, als Gegenleistung besorgte Erbe Rüstungen und Waffen. Das ist ja auch alles... Also die unterstützen Schleiererbe. Das ist auf jeden Fall schon mal was Negatives. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wie man die Silberkrebsüberraschung herstellt. Vielleicht könnt ihr die ja zu Hause nach... nehmt mich nicht wortwörtlich, bitte. Jilandar ist froh, ein nicht grünes Gesicht zu sehen. Was ist euch zugestoßen? Khajiit hat sich selbst gefesselt und versucht eine neue Methode der Fellreinigung. Ach so. Wonach sieht es denn aus? Khajiit wurde gefangen genommen. Die Goblins sind los, um Karotten zu suchen, glaubt er. Khajiit muss mit Karotten wohl lecker schmecken. Bindet Khajiit los! Er hat euch etwas anzubieten. Ich glaube aber nicht, dass sie denn essen wollten. Ich werde euch losbinden. Ja, und das ist dann die zweite Quest, die man hier drin bekommt. Gut bewaffnete Wilde. Khajiit ist geschmeichelt, dass die Goblins ihn fressen wollten. Hab Dank. Was ist denn, was ist das denn für ein Angebot? Jilandar verkauft Waffen. Er wurde von der Straße entführt und hierher verschleppt, um gefressen zu werden. Ihm fiel auf, dass die Goblins glänzende Waffen und Rüstungen der Hochelfen haben, die man an das Dominion verkaufen könnte. Hm. Aber Khajiit muss wieder zurück zu seinem Boot. Und? Sucht nach ein paar Waffenverstecken hier in der Rinne. Bringt die Waffen zu Jilandar draußen an seinem Boot. Er gibt euch einen Anteil an seinem Gewinn. Es ist eine düstere Zeit für das Dominion und sie werden diese Waffen nur zu gerne kaufen. Abgemacht? Abgemacht. Zumal dadurch das Schleiererbe natürlich auch etwas geschwächt wird, was wir eigentlich ja schon besiegt hatten. Ich werde die Verstecke finden und euch dann draußen vor der Höhle treffen. So, das heißt, wir müssen uns merken, oh Gott, ich muss mir was merken, dass wir nachher nochmal zum Eingang der Höhle zurücklaufen müssen und dass wir dann da nochmal mit ihm sprechen müssen. Wieso habe ich jetzt hier... Achso, das sind die Waffenverstecke, glaube ich, die jetzt angezeigt werden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal zurück. Also wenn ihr jetzt die normale Quest nur machen wollt, dann müsst ihr hier jetzt nicht reingehen. Oh, was sehe ich denn hier? Das nehmen wir doch mal direkt mit.
Wenn ihr aber die zweite Quest hier auch noch direkt mitmachen wollt, wenn ihr das erste Mal hier seid oder so, dann müsst ihr natürlich nochmal hier rein. Dann schauen wir mal eben wegen den Waffen verstecken. Die sind aber nicht hier, sondern da und dann links. Hier unten, genau. Einmal die Kiste nehmen. Aber hier muss noch irgendwo dieser eine Boss sein. Ach, der ist da oben, glaube ich. Genau. Komm ich hier hoch? Ja. Gucken wir mal, ob wir da jetzt hinkommen. Das ist der hier. Das sieht gut aus. Das war der gar nicht. Nein. Hä? Hallo? Wer ist denn jetzt hier aggro auf mich? Ich würde gerne einen schweren Sack nehmen. Okay. Wer von euch ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Kennt jemand die Serie noch? Ist auch schon sehr alt. Hier oben ist er. Hat sich versteckt. So nicht, mein Freund. So nicht. Da passt eh nichts hin hier auf die Ecke. Ach doch, kommt doch noch was hin. Ist aber zu spät. So, jetzt bin ich Naturschlechterin. Immerhin. Achso, haben wir dann jetzt alle? Ja, genau, wir haben jetzt alle. Eroberin der Zahnbrecherinne heißt, dass wir jetzt alle von denen haben. Das heißt, wir müssen uns aber jetzt trotzdem noch aufmachen, um die Waffenverstecke zu finden. Ich weiß, ich könnte jetzt hier auch durchrollen, aber egal. Ja, ja. Alles gut. Kommt mal mit nach hier vorne, dann kann ich euch nicht zusammen machen, weil ihr zu langsam seid. Na gut, dann halt nicht. Alter, ich wusste es doch, dass ich in die Fallen reintreten werde. Och, ja, natürlich. Jetzt könnt ihr kommen, ne? Jetzt, wo ich hier gerade was aufnehmen will. Zisch ab, Junge. Zisch ab. Hey, was macht mir denn hier gerade? Wo kommst du denn jetzt her? Kobolde hatte ich nicht auf meinem Weg. Hau ab. Los. Nein. Och, ich will nicht den... Was für ein Trinkschlauch? Hier ist gar kein Trinkschlauch, Mann. Ich will hier die Vorräte nehmen. Ah! da sind die... Ja, da laufen wir dann in eine durch. Ja, ist okay. Also anscheinend war einer vor mir da in der Runde, wo wir reingekommen sind und ist schon in alle... Fallen reingetreten. Deswegen bin ich in keine reingetreten, so wie es aussieht. So, ich weiß, ihr nervt mich jetzt sowieso nur, deswegen... Da ist jetzt... Nee, ich dachte jetzt auch noch, da ist jetzt der Dingsfall. Der Bossfall. Warum seid ihr jetzt hier alle an der Stelle, wo ich euch nicht treffen kann oder sehen kann? Kämpft doch mal wie echte Kobolde. So. Oh, ne, Würz, das nehme ich mit. So, eine weitere Vorratskiste. Jetzt können wir theoretisch wegen der Quest das Ganze verlassen. Machen wir natürlich nicht, sondern wir machen weiter mit der Hauptquest. Also Hauptquest. Mit der Verliesquest, die wir hier haben. Das heißt, wir laufen quasi am Ausgang vorbei und dieses lange hier runter, das müssen wir auch noch ignorieren. Das kommt gleich erst. Oh, den wollte ich gerade töten. Werde ich euch mit Pfeilen durchbohren. Ach, das war der von Anfang. Gut, ihr seid hier. Ich habe diesen kleinen Fiesling beim Spionieren erwischt. Ich wollte ihn gerade von seinem Elend erlösen. Halt! Der Goblin hat mich angewiesen, einen Kontrakt zu finden. Ihr werdet euch das hier ansehen wollen. Lasst mich einmal sehen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kann mir kein Gericht der Welt vorstellen, das das hier ernst nehmen würde. Der Wortlaut ist nicht einmal zugunsten der Goblins gewählt. Meinen Sie, sie könnten sich damit irgendeine Art von Status erkaufen? Die Goblins wissen das wahrscheinlich nicht. Aber täuscht euch da bloß nicht. Sie sind immer noch Goblins. Wenn wir diese Allianz hier und jetzt zerschlagen könnten, würde uns das trotzdem einigen Ärger ersparen. Hallo, ich habe die Schleiererbe-Königin, also die falsche Königin quasi, habe ich ja sowieso schon erledigt. Also ist mir jetzt alles scheißegal. Vielleicht kann man mit dem Häuptling reden. Bis hier kann ihn wissen lassen, dass ich in Frieden komme. Sehr edelmütig von euch. Ich lasse euch dann mal an die Arbeit und gehe hoch, um nachzusehen, ob das Signalfeuer schon für Verstärkung gesorgt hat.
Zerschlagt diese Allianz und sucht nach dieser Nelanja. Seht mal, ob sie gerne mit scharfen Gegenständen bedroht wird. Ich treffe euch am Eingang, sobald ich die Lage geklärt habe. Ich sag dem Häuptling, ihr wollt sprechen. Aber schneller, ich muss da durch. Los, los, öffne, öffne. So, Häuptling, ich bin da. Ich sag, ihr wollt reden. Redet. Ich bin eine Frau, ich kann viel reden. Ihr müsst kurz sein. Sorry. Der Häuptling des Zahnbrecherstamms. Kurt ist Kurt. Achso, Kurt. Wir sagen, Kurt. Du wollen sprechen mit Kurt. Du sprechen. Der Kontrakt, den Nelanja mit eurem Volk eingegangen ist, beruht auf einer Lüge. Alle Elfen lügen. Tricks. Elfin meinte, da wäre Trick, aber sie auch lügen. Warum dir nun trauen? Weil ich eine Bretone bin und keine Elfe. Weil ich mich zum Reden anstatt zum Kämpfen entschlossen habe. Genug von Elfenworten, alles Lügen. Von dir nichts wollen, nur Ruhe haben wollen. Hier, Schlüssel zur Elfenhöhle. Du sie töten oder sie nicht töten, wie du wollen. Gott ist fertig mit Sauerei. Dieser Satz ist irgendwie... Entschuldigung. Vielen Dank. Ich werde mich um diese Elfin kümmern. Ja. Also nach allem, was ich gehört habe, hört sich das eher so an... Kann man da direkt durchlaufen? Das habe ich noch nie ausprobiert hier. Nee. Durchlaufen nicht, aber hier ist Robedit-Erz. Ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Also wenn ihr mal hier seid, guckt doch einfach mal nach rechts, bevor ihr wieder rausgeht. Ja, nach dem ersten Mal, wo ich es gemacht habe, das ist schon sehr, sehr lange her, also diese Quest, bin ich ganz ehrlich, habe ich es immer nur durchgeklickt. So, wo ist die Olle? Die Frau mit dem unaussprechlichen Namen. Da ist die Trulla. Wartet. Ich will nicht kämpfen. Lasst uns reden. Mhm. Hört mich an. Ich habe nicht den Wunsch, euch heute zu bekämpfen. Ihr müsst Nelanja sein. Ist das eine Art Trick? Nein, kein Trick. Ihr habt euch auf dem Weg hierher an allen Goblins vorbeigeschlichen oder sie abgeschlachtet. Daher mache ich mir keine Illusionen darüber, wie ein Kampf gegen euch für mich ausgehen würde. Lasst uns das lieber ausdiskutieren. Natürlich nur, wenn ihr euch zügeln könnt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal ablehnen kann. Aber ich werde erstmal zuhören, was sie zu sagen hat. Ich werde euch zuhören. Wie zuvorkommend von euch. Ah, okay. Meine Bedingungen sind ganz einfach. Im Austausch für mein Leben werde ich aus dieser Höhle verschwinden und die Goblins dem Schicksal überlassen, das ihr und eure Kameraden vom Dominion ihnen zugedacht habt. Ihr könnt euch sogar sämtliche Beute schnappen, die ihr findet. Warum habt ihr diese Goblins getäuscht? Weil sie sich so leicht aufs Kreuz legen ließen. Weite Teile des Schleiererbes meinen, wir wären bereits auf der Verliererstraße. Es war leicht, die Goblins gegen ihre ehemaligen Meister aufzuhetzen. Wir sind bereit, jedes Mittel einzusetzen, um unseren Kampf auf Augenhöhe führen zu können. Ja, klar ist es leicht, jemanden gegen den Meister in Anführungszeichen aufzuhetzen, wenn dieser ihn einfach scheiße behandelt. Sind zwar in Anführungszeichen nur Goblins, also das nur finde ich jetzt blöd ausgedrückt, aber ich sag mal, es sind auch alles Menschenleben, wollte ich gerade sagen. Es sind halt auch alles Leben, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ihr glaubt, dass ich euch trotz allem verschonen soll? Was bringt es denn, für so etwas zu sterben? Gegen euch mache ich wahrscheinlich keinen Stich. Und die Zahnbrecher sind nicht so nützlich, wie ich dachte. Es bringt also nichts, diese Scharade aufrecht zu erhalten. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja immer nur durchgeklickt. Und anscheinend hat das Spiel es so gedacht, dass wenn man immer durchklickt halt, dass sie verschont werden soll. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie da nicht irgendwo anders nochmal Scheiße baut. Bin ich ganz ehrlich. Das Einzige ist jetzt nur, es ist halt Teso, ne? Also das sind natürlich die Entscheidungen, die man trifft.
haben keinerlei Auswirkung. Es kann ganz blöd gesagt sogar sein, dass ich sie hier umbringe und in der nächsten Quest steht sie wieder da. Das ist halt so die Sache. Die kämpft halt auf der Seite der Bösen, ne? Deswegen bin ich eigentlich... Aber ich bin halt Pazifist. Ich möchte halt niemanden umbringen. Wenn man sie nochmal sieht, kann man sie ja immer noch umbringen. Das hört sich jetzt doof an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr machen würdet in so einer Situation. Oder vielleicht gemacht habt, wenn ihr das schon gespielt habt. Habt ihr sie verschont? Ich meine, sie war jetzt sehr integrant und so, aber sie ist... Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass sie jemanden wirklich getötet hat oder so, ne? Also sie hat das alles so hinterhältig halt gemacht. Aber sie ist jetzt nicht reingerannt ins Schlachtfeld und hat alle umgebracht. Oder ob ihr sie einfach getötet habt, beziehungsweise töten würdet. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil mich interessieren immer eure Meinungen, was das betrifft. Ich meine, es gibt einige Sachen, wo es wirklich klar ist, wie ich mich entscheide. Aber einige Sachen, wo ich dann denke... Ich würde sie jetzt normalerweise nicht entkommen lassen. Ich würde die dritte Variante wählen. Ich würde sie halt gefangen nehmen. Ne? Sie irgendwo vor ein Gericht stellen oder sowas. Aber ich würde sie weder selber töten, weil es liegt halt nicht in meiner Verantwortung, über ihr Leben zu entscheiden. Es sei denn natürlich, es würde jetzt irgendwas ganz Schlimmes passieren oder so, wenn man sie nicht tötet. Deswegen werde ich jetzt mal spontan auf mein Bauchgefühl hören und sagen, verschwindet und kommt nie wieder zurück. Sorgt euch nicht. Ihr werdet mich nicht wiedersehen, wenn ich es vermeiden kann. Wenn ich es vermeiden kann. Das hört sich schon nicht... Kleines, warum bist du jetzt hier das Brot am Essen? Vielleicht ist das vergiftet, das weißt du doch nicht. Ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, weil sowas interessiert mich immer sehr, wie andere Leute sich dann entscheiden. Und natürlich auch, aus welchen Gesichtspunkten heraus ihr euch so entschieden habt oder entscheiden würdet. Ich krieg jetzt erstmal eins über den Deckel von dem, der jetzt noch auf mich wartet. Das weiß ich jetzt schon, dass ich ihn nicht getötet habe. Diesmal habt ihr mich nicht dran gekriegt. Und in die nächste werde ich jetzt reinrennen, bitte. Ich dachte gerade, ich habe geschrien. Ich war es aber nicht. Diesmal nicht. So. Der ist schon tot. Wieso hat er es nicht angenommen? So, Moment. Wir müssen... Ja, gut. Ihr rennt mir sonst sowieso bis zum Eingang hinterher. Doof, wie ihr blöden Viecher seid. Der. Oh. Man sollte nicht oben auf die Karte gucken und gleichzeitig unten laufen. Das passt irgendwie. Ah, Bärenfalle. Da war schon wieder eine. Ich bin nicht reingetreten. Ja. Ihr habt also die Königin gerettet, hm? Halt die Klappe, ich muss mit ihm reden. So besonders aus. Endlich Verstärkung. Wie ging es euch? Der Handel mit dem Zahnbrecherstamm ist hinfällig. Nelanja wurde vertrieben. Vertrieben? Ihr meint, sie ist nicht tot? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Von jetzt an werden wir die Goblins hier im Auge behalten. Ihre weitere Zusammenarbeit wird dafür sorgen, dass man sie verschont. Okay, das hört sich aber zumindest schon mal positiv an. Warum gibt ihr mir die mitgenommene Bärenfalle? Ist das so ein Hohn, weil ich eben noch auf dem Rückweg in alle reingetreten bin? Nee, nicht in alle. Eine habe ich entschärft und eine habe ich noch gesehen. Ja, ich habe doch gesagt, ich werde von dem jetzt erstmal eins draufkriegen. Und ich habe es nicht vergessen. Wir müssen noch mal kurz raus. Hi, Basti. Dich habe ich gar nicht dabei. Warum bist du hier? Verfolgst du mich? Wir müssen nochmal raus und dann rechts hier zum Wasser, weil irgendwo hier liegt ein Boot, genau da. Moment. Das ist nicht geklaut, das nehme ich vorher noch. Bajit hat gewartet. Habt ihr die Waffen? Ich habe sie. Und ich habe eure Bezahlung. Jilandar versteckt immer etwas am Boden des Bootes. Die Goblins haben es zum Glück übersehen. Eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Und danke, dass ihr Khajiit gerettet habt. Ja, und viel haben wir ja nicht dafür gemacht und immerhin noch 422 Gold erhalten. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir die Quest auf jeden Fall auch noch mitgemacht haben.
Ja, ihr habt die verräterische Allianz zerschlagen in der Zahnbrecherinne. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, habe ich für heute alles erledigt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr euch entschieden hättet. Ich finde es halt immer sehr schwer, weil auf der einen Seite, wie gesagt, ich bin Pazifist, ich will eigentlich niemandem was Böses. Auf der anderen Seite, die sind ja mehr oder weniger alle im Krieg, also zumindest hier diese Schleiererben-Tussi da und Königin Iron sind ja im Krieg und hier und da. Naja, Krieg, versteckter Krieg, sagen wir es mal so, weil die handeln ja eigentlich so im Versteckten und versuchen überall halt Negatives auszulösen, sage ich jetzt mal. Die machen ja keinen Krieg, dass sie ins Schlachtfeld reinreiten, um es mal so zu sagen. Aber, also zumindest habe ich davon nichts mitbekommen während der Story, oder ich habe es wieder vergessen. Aber es ist halt immer so eine Sache. Ich meine, ich hätte sie jetzt auch umbringen können. Nach dem Spruch am Ende habe ich mir dann noch kurz überlegt, vielleicht wäre das besser gewesen, aber ich weiß es nicht. Ich meine, es ist zum Glück nur ein Spiel und da bin ich echt froh darüber, dass ich solche Entscheidungen wirklich nicht im wahren Leben treffen muss. Wobei, wie gesagt, ich hätte da Lösung C genommen. Ich hätte sie dann gefangen genommen und irgendwo vor Gericht gestellt, sodass die dann, ganz blöd gesagt, über ihr Schicksal entscheiden müssen. Da wäre ich zumindest aus dem Schneider. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer offenen Quest, wenn ich mich richtig erinnere, wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.